Die Green Monkeys. So, 10 Seconds. Also die Regeln sind hier natürlich ein bisschen anders, als wie ihr heute gesehen habt. So, das Dreimann-Finale läuft jetzt. Oh, oh, die Snake wird von Cars Confusion und den Green Monkeys. Oh, und da läuft direkt jemand aufwärts durch die Snake. Das geht beim Dreimann. Das geht beim Dreimann, ja, da muss man sich erstmal wieder umgewöhnen. Allerdings fliegt der, oh, da geht der erste bei den grünen Green Monkeys. So, Green Monkeys und die Chaos-Jungs. Oh, da geht der nächste bei den Green Monkeys. Das heißt, wir haben noch die Snake bei den Green Monkeys. Die aber jetzt wahrscheinlich gerade gebunkert wird. Wird sie, ja. Und Cast Confusion auf dem Weg zum ersten Punkt. Aber, Freunde der Nacht, wir können noch zwei Punkte machen. Ja, wenn die Green Monkeys ausgleichen, genau. Das ging schnell. Oh ja, das habe ich so nicht das erwartet. Das habe ich auch nicht so erwartet, ne? So, und jetzt kommt es drauf an, kriegen die Mannschaften, die noch keine Erfahrung haben, in diesem Pitting-Bereich so schnell ihre Spieler sauber nachgefüllt? Ja, die Mannschaften, die keine Erfahrung haben, ist ja beim Dreimann vielleicht ein Trugschluss. Wir haben ja eben mit fiesen Schnorres ein Team gesehen. Mit fiesen Schnorres ein Team gesehen, dass es zumindest in seinen Einzelteilen schon recht lange in der deutschen Turnierszene gibt. Richtig. Also wie gesagt, Cars Confusion fürs 1-0. Und manchmal überlege ich mir schon nochmal Dreimann zu spielen. Ich, so, ich kann dir sagen, ich habe es letztes Jahr nochmal gemacht, auch ohne Double Knee Slide, und es bleibt lustig. Ja, deswegen. Die Stimmung ist halt nochmal viel lockerer. Ja, ich kann dazu sagen, dass Veit Krämer und meine Wenigkeit einen Deadman's Walk-Rekord aufgestellt haben und haben das an mindestens jedem Spieltag der Winterliga mal gemacht. Schön. Ja, das ist, ich meine, das da ist geht cool. Das. Ja. Ja, das kann man machen. Ich bin ganz ehrlich, also ich bin viel zu alt und gebrechlich für höhere Ligen. Ja, ich habe nur das Problem, dass die nur noch sonntags ausgetragen werden. Richtig. Böse Zungen behaupten, ich hätte zu viel Körperfettanteil dafür, aber das habe ich mir ja auch schon, das habe ich mir ja auch schon noch damals trotzdem gegeben. Richtig. Ja, ich plädiere also dafür, dass nächstes Jahr die zweite Bundesliga wieder sonntags ausgetragen wird, damit ich da auch hin kann. 10 Seconds im zweiten Durchgang der Begegnung Green Monkeys gegen Cars Confusion. So, Spiel läuft. Cast Confusion geht schnell durch in die Snake und verliert aber den ersten Spieler. Cast Confusion verliert den ersten Spieler. Wir sind zu dritt hier, immer noch. Ja, noch immer zu dritt. Allerdings, ein verlorener Spieler kann ich natürlich beim Dreimann schon das Spiel kosten. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus, wie die das machen, finde ich. Ja. Wir sind hier ganz in grün mit dem neuen Tank-Jersey, mit diesem Minimal-Icon-Rip-Off. Diesem Icon-Rip-Off-Jersey. Ja. Icon, wie gesagt, eines der Top-Teams, das auch in Paris antreten wird. Oh ja, und immer wieder ein wahnsinnig starkes Team, meiner Meinung nach. Ein super Team. Ich mag dieses Team sehr gerne. Ich mag den Cyril sehr gerne, aber weiter zu dem Spiel. Da geht auch ein Spieler bei den Green Monkeys. Ja. Somit jeweils zwei auf dem Platz. Und die können auch coachen, also die dürfen coachen, das die ist hier neu. Coachen? Ja, ja. Ich dachte vorher, dass das Coachen verboten ist. Aber okay, jetzt ist natürlich die Frage, sind die Spieler das gewöhnt, gecoacht zu werden? Nein, die sind vielleicht nicht so gewöhnt, aber es ist ja mal ganz neu und ganz schön. In der Bezirksliga ist oh, er hat es noch geschafft, hier ist Tippi 2. Ja, das hat der Mann hier bei Cars Confusion ganz gut gesehen. Übrigens habe ich den Enes gesehen vorhin. Ja, der Enes spielt dabei fiesen Schnorres. Ja, fiesen Schnorres. Der Enes ist da, ich habe gedacht, ich stehe im Wald, wer ihn noch kennt. Enes. Enes, der ist auch sehr berühmt worden durch seine Reality-Soaps hier bei RTL als Schauspieler. Oh hier, Green Monkeys auf dem Vormarsch, auf dem 50s Tippy. Yep. Dem Cast Confusion-Spieler fehlt da die Ansage. Und ob er sich jetzt in die Line, da tradet man sich. Ah ne, er bleibt alive. Ja. Er bleibt alive. So, aber in der Snake ist der Green Monkey-Spieler auch raus. Ist das ein Draw? So, jetzt muss er buzzern. Aber nee, das ist schon nein, der war, ist kein Draw. Der war clean. Er muss also buzzern gehen. Somit macht dann Cast Confusion den zweiten Punkt im Race to Three. Ja, fiesen Schnorres. Fiesen Schnorres hat nicht geschafft, aber da ist ja nicht nur der Enes dabei. Wenn es mich nicht alles täuscht, ist da doch auch der... Prost. Wir dürfen jetzt einfach mal prosten. Wir haben echt viel geleistet ist hier. Ist der Lomo nicht auch bei fiesen Schnorres? Den habe ich auch gesehen heute. Ja, ich meine, er ursprünglich Spieler da, aber hier war, weiß ich nicht. Enes habe ich auch gesehen. Er soll selber... Ja. Lomo ist dabei, ja. Lomo ist dabei, höre ich gerade. Lomo ist dabei, ja, doch. Also ein Trugschluss, dass grundsätzlich Dreimann-Teams total unerfahren sind. Manchmal sind sie einfach nur alt. Gib den Dennis das Mikro, sonst macht es keinen Spaß. So. Warte mal. Wir gucken jetzt erstmal Spiel, bevor wir sinnlich weitermachen. Ich soll sinnlich Bier trinken. Einmal vor uns. Wen haben wir denn jetzt hier links und rechts? Komm, mach mal kurz rechts spielt Undisputed. Disputed? Genau, gegen Wolfsburger, glaube ich, oder? Okay. So, das Spiel läuft. Undisputed. Beide Teams hier souverän.
Und Undisputed geht über die T-Packs. Und wird jetzt natürlich, oh, da macht jemand einen Move ins M und kommt da auch an. M-Move. Oh. Und die Snake wird besetzt. Und die Snake besetzt. Snake 50 schon. Ja. Ja. Das ist natürlich ein starkes Oh, der hat er beim M. Hat er aber auch schön in die Leinen geguckt im M, ja. Und da geht aber auch der Spieler bei Undisputed. Oh, zwei Mann gegen Undisputed. Eins gegen eins, wie geil ist das denn? Ein One-on-One, aber der Wolfsburg-Spieler natürlich mit der bequemeren Deckung. Etwas bequemer, aber er hat schon den Kacksitz, hat er hier am Start. Ein bisschen so im Kackstuhl. So sieht es nämlich aus. Mir fällt es aber auch immer wieder auf, dass diese Deckung da heute überhaupt nicht eng gespielt wird. Auch von den BL-Teams nicht. Nee, auch von deinem Team wurde sie nicht so eng gespielt, wie sie hätte eng gespielt werden. Den musstest du einfach nochmal nachtreten, oder? So. Hey, da hinten ist der Chris Harlekin auf dem Feld, ja, und filmt das alles schön aus nächster Nähe. Chris Harlekin, okay. Ja, da hinten in dem Orangen, siehst du. Vielleicht können wir das nachher nochmal erklären, was der genau macht und warum und wieso, weshalb. Ja, der macht, hast du die Videos von ihm noch nicht gesehen? Durch der macht nicht so viele. Für die DPL schöne Videos. Gut, jetzt, hier geht es 1 gegen 1, hier auf der Snake und auf der Tippi-2-Geschichte hier. Tippi-2 ist besetzt und Snake 60 oder sowas. Wird sich zeigen, ob das so schlau war. Wir haben aber die Snake-Cam gerade hier. Die Snake ist aber immer schlecht bei so einem Die Snake ist sehr schlecht und warum jetzt könnte er ja buzzern gehen. Ja, das jetzt ist natürlich auch eine ganz schlechte Position hier im Tippi, weil da sieht man eigentlich recht wenig. Mhm. Und wir kriegen hier auch schon Bälle ans Netz geschossen. Und einfach nur, weil es Liebe ist. So, jetzt ist die Frage, geht er rennen und der andere rennt auch los und wer rennt zuerst an den Buzzer, oder? Na, ich denke, das würde er jetzt nicht tun. Das ich würde jetzt er. Die Leine... Er macht es doch nicht. Er wollte jetzt... Jetzt und geht jetzt er, rennt. Er jetzt rennt das er ist aber gefährlich. Boah, das war ja ein Monster-Move hier gewesen. Es sah ganz geil aus. Stellt sich jetzt die Frage, muss er buzzern? Nein, er muss nicht, er muss buzzern. Und er hat definitiv nicht gebuzzert. Nee, oder? Wieso hat er den Buzzer nicht gezählt? Nee, ich glaube, die Buzzer-Signale sind aus. Hat er einen Hit bekommen? Vorsicht. Das ist also mir ist eben schon aufgefallen. Ja kein Wasser, also von dem her, vielleicht hat er einfach gedacht, das reicht, wenn man... Nee, aber er hat den Wasser doch betätigt. Er ist reingerutscht, man muss aber dazu sagen, dass wir kein Wassersignal momentan hier haben. Ja, das ist mir eben schon aufgefallen. Mit dem Kopf da irgendwie, also er ist ja reingeslidet quasi jetzt hier. Er ist auch ein wenig niedergeschlagen. Ja, das ist auch schade, weil er hat ja hier, die größere Action liegt ja bei ihm. Also er hat ja wirklich was riskiert. Ihm, ja. Der andere hat ein bisschen gewartet und ist dann losgelaufen, schade. Ja, das muss man ja halt auch vorher... Jetzt wird er noch angeschissen. Da wird er noch angeschissen. Ja, so wirklich hier. Ja. die verstehen es richtig gut das hier. Das muss Liebe sein. Abgelassen, die ich jetzt nicht zum Besten. Karin, da, von musst, blitzen, da musst du durch. Wie blitzen? Ja, blitzen. Ja, blitzen halt. Weißt du, sobald eine Frau anwesend ist, wird das Blitzen natürlich direkt auf dich gemünzt. Mhm, genau. Ach so. Ja. Da wird erhofft. Oh, es fehlt ein Spieler auch noch. Ah, er ist auch noch rechtzeitig da. Wow! Warte mal, da hat man ihm, ich behaupte, da hat man ihm noch eine Sekunde geschenkt. Finde ich aber auch gut. Ist auch gut. Wir sind ja jetzt hier nicht in der CPL. Und dann verlieren wir aber auch den ersten Spieler. Da verlieren wir den ersten Spieler und über durch M. Ist M. Mit der Knarre nach unten, das ist, merkt man halt, dass es noch ein bisschen der Anfängerlevel ist. Der Einsteiger. Ja, da gibt man ihm gnädigerweise kein One-for-One. Ja, in der 3 nehme ich an. In der 3, das können wir leider schlecht sehen. Und da geht er auch. Und Undisputed macht einen sehr, sehr schnellen Punkt. Wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich habe in der Winter-DPL gegen die Jungs gespielt in Nidda. Okay. Und die waren eigentlich ganz lustig drauf. Woher sind die? Magdeburg, ne? Nee, die kommen hier aus Wetzlar, Solms. Ach so. Die heißen auch Marburg. Ich glaube, ach, Marburg, das wäre oder Magdeburg. Irgendwo hier die Ecke kommen sie her. Okay, ja, die haben auch hier gute Trainingsmöglichkeiten. Die haben hier das Hausfeld und im Winter natürlich auch Nidda direkt vor der Haustür. Somit wirklich gute Trainingsgelegenheiten. Aber die armen Jungs wurden zum Beispiel auch Opfer zweifacher Deadman's Walks, wie eben besprochen. Okay. Ja, hier wird sich gefreut ohne Ende. Da wird sich gefreut. Ja. Ja, weil die spielen halt dann auch einmal 5, ne? Also das ist halt auch geil. Ja, und deswegen hatten wir auch eben den dritten Punkt nicht, deswegen habe ich das verrafft. Also somit sind ja weiter Cast Confusion und Undisputed. Die grünen Äffle sind raus. Wo wohnst du nochmal gerade? Offene Veranstaltung. In Köln. Dennis König wohnt in Köln. Lahnstein. Lahnstein, genau. Lahnstein im Fudaipo-Ladenlokal. Da gibt es super Geschenke. So, Spiel läuft. Die Green Monkeys schwärmen hier aus. Identischer Breakout bei den Teams. Wo ist denn? Achso. Identischer Breakout bei den Teams. Es stagniert gerade das Spiel um Platz 3 und 4. Bei dem es auch noch ganz beachtliche Dachpreise gibt.
Ja, genau, die Sachpreise sind auch nicht zu verachten. Also in diesem DPL-Pokal, die Preise sind echt der ganz heiße Scheiß, kann man so behaupten. Da gibt's was denkt man eigentlich bei der Bundesliga, Dennis? Ja. Was gibt's denn bei der Bundesliga? Ruhm und Ehre. Gibt's kein Geld? Naja, aber du kommst auf den Teller. Also auf den Teller. Kannst mal lecker Salat ja. essen. So, Wolfsburg besetzt die Snake. Sind von den Monkeys jetzt noch zwei Spieler? Oder? Nee, die drei können wir nicht sehen. Aber Green Monkeys verlieren den ersten Spiel auf der T-Bag-Seite. Oh, der Wolfsburg Domination nutzt das direkt. Und dann geht der Snake-Spieler bei den Green Monkeys. Somit der letzte Green Monkey-Spieler im Center. Ach, das ist doch eigentlich auch geil, dass man hier auf dem CPL-Feld, wollte ich schon sagen, auf dem DPL-Bundesliga-Feld spielen kann. Das ist auch bestimmt ein geiles Gefühl für die Teams. Ja. Weil das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als da oben. Muss man ganz klar sagen. Und mir fällt auch gerade auf, das ist natürlich richtig, die Jungs spielen ja auch gar nicht hier im üblichen Schussmodus der ersten Bundesliga. Nee, die spielen semi-uncapped. Ja. Ne? True genau. Semi-uncapped, wobei sich die Kadenz hier gerade anhörte, als ob Johannes Kiefer versucht, in den Ram zu kommen. Da kann ich jetzt nicht zu sagen. Hier gibt es noch 10 Seconds. Also wie gesagt, Freibier bei der Freilichttribüne. Ja. Ja, 2 auf der Snake, 4 im Center. Oh, da bleibt erstmal lange stehen hier der Green Monkey in der Mitte. Ja, und aber ja. Domination verliert den ersten Spieler. Der kommt gleich zum Check. Domination verliert aber schon den ersten Spieler. Ist jetzt in der Snake. Und auch Green Monkey verliert den Spieler. Ja. Nur zu zweit hier. Aber die Green Monkey ist jetzt auf dem Vormarsch. Domination, ein Spieler in der Snake, ein in der Can. So. Monkey ist immer noch einer im Center und einer im Tippbeam. Genau. Stehen jetzt eigentlich besser. Jetzt ist die Frage, was macht die Snake? Vielleicht können wir aus der Technik mal gerade die Snake-Cam bekommen. Ja. Ja, danke, haben wir. Die Technik hört hier 1A mit. Ja, die Snake schießt. Die Snake Cross. Versucht natürlich da Cross ins Feld zu streuen. Kriegt aber einfach nicht die Ansage, die sie bräuchte, um weiter vorzugehen. Und jetzt auch Domination im T-Pack. Ja, die Snake könnte schon locker durchgehen. Jetzt geht er hoch, die oder? Die Snake könnte locker durchgehen. Und jetzt geht der Bunker. Jetzt geht der Bunker an. Und wow. Trifft ihn. Ist aber auch. Nee, er trifft ihn nicht. Oh, nein, er hat ihn nicht getroffen. Er trifft ihn nicht und das ist natürlich bitter. Er wird gecleant, clean gecallt. Ja. Das ist natürlich absolut bitter. Jetzt nur noch der Domination-Spieler in der Snake. Für Domination wäre es nicht ganz so schlimm, denn die liegen einen Punkt vorne. Das heißt, wir würden auf jeden Fall noch eine dritte Begegnung hier sehen. In jedem Fall. So, jetzt schießen sie die Snake raus. Also ich würde mir die holen. Ich würde jetzt würde man sich nicht machen. Nein, er macht die Buzzer-Nummer und er kommt auch nicht an. Das ist immer schlecht, Jungs, ja. Jungs und Mädels. Aber da fragt man sich, Jungs. Das war jetzt schade. Er wollte den nur ablenken, damit der andere Green Monkey den rausschießen kann. Ist der andere Green Monkey denn noch am der ist noch am Leben, Start. Aber kommt da auch langsam. Ja. Aber er kommt. Langsam, aber stetig. Ach so, guck mal, er hat das Buzzern vergessen. Sehr lustig. Er hat das Buzzern vergessen. Ja, das ist hier noch ein bisschen schwierig mit dem Buzzern. Das ist noch ein bisschen schwierig. Das kann man denen jetzt auch nicht vorwerfen. Nein, nein, aber es ist immer erheiternd. Das gibt sich irgendwann mal den Jungs. Wer so schöne Icon-Jerseys trägt. Ja, das ist wahr. Die Icon-Jerseys, die können was. Die sind eine Wucht. Die sind auf jeden Fall der dahingehend eine Wucht, dass drüber geredet wird. Ja, und ist eigentlich ein Fußball-Jersey. Der Vorteil ist, haben wir ja wirklich erkannt. Ist tatsächlich eins aus der Tank-Fußball-Serie? Nein, mal ganz im Ernst. Ach so. Der Vorteil ist doch, also wir sehen das doch hier oben im Livestream. Oftmals hast du zwei schwarze Jersey-Mannschaften und jetzt versuch das mal bei dunklem Licht nach Hause zu bringen. Das stimmt schon, da ja. Ist das doch mit, ist das wunderschön mit diesen ganzen Spielereien da. 10 Seconds. Die Green Monkeys von rechts, Wolfsburg Domination von links. 1:1 in der Begegnung. So, Spiel läuft, erwartungsgemäß nicht der gleiche Breakup. Die Green Monkeys da ein bisschen weiter. Ja. Der Druck, der jetzt auf den Laster, dieser unsagbare Druck, der auf beiden Mannschaften lässt. Ja. Geht in den dritten Platz, Freunde. Naja, komm, da geht's auch wirklich um den dritten Platz, da geht's um ordentlich Sachpreise. Das muss man hier nicht mehr spielen. Da ist Druck. Ich kenne eine ganze Menge Bundesliga-Teams, die extrem scharf auf diese Preise werden. So, der snappt auch in Highspeed hier, das ist ganz süß. Snappt in Highspeed. Aber wie gesagt, das ist ein Anfängerteam und da darf man auch nichts sagen. Nö. Ja, und ich finde, die laufen auch schon ganz ordentlich. Die laufen auch ganz ordentlich und er geht wieder ins M und diesmal müssen wir uns fragen, kann er dieses Mal mehr aus dem M machen oder macht er denselben Fehler, den er gerade eben schon gemacht hat? Er macht denselben Fehler, den er gerade eben schon gemacht hat. Ganz dasselbe. So, damit verliert Domination einen Spieler, sind aber jetzt auf dem M. Geht jetzt über die Pins. Über die Pins im M. Oh, der Snake geht raus. Ja, und er ist zurück ins M. Und die Monkeys verlieren ihren Snake-Spieler. Und jetzt wird bei den Monkeys gemoved. So, bei den Monkeys wird gemoved, aber er kriegt den Break. Er kriegt nicht mit. Wow. Oh, jetzt gibt es noch einen Monkey. Nein, es gibt keinen Monkey mehr. Oh, jetzt ärgert er sich. Jetzt ist der Affe vom Platz.
Oh, sehr süß. Es ist vorbei. Aber süß. Und wird immer das Feld abgesichert, hier links und rechts. Wird nochmal geguckt, ob da noch was irgendwo noch im Pappkarton steht. So, vielleicht? Ja, und damit sollte das so sein, dass Wolfsburg Domination hier in dem DPL-Pokal den 3. Platz belegt und die Green Monkeys den 4. Das jetzt geht es drum. Jetzt geht es nämlich in den M5-Platz. Ja. So, wir kommen jetzt hier. Huddle. So, somit geht es jetzt hier ins Finale. Ins Finale um Platz 1 und 2. Und zwar zwischen Cast Confusion und Undisputed. Die haben auch schon das ganze Set, sehe ich gerade. Die haben das Jersey, das Headband. Wenn ich mir überlege, wie wir angefangen haben. Wie wir angefangen haben. Wir haben die schmierigsten Jerseys der Welt gehabt. Ich musste damals. Ich hatte den Renegade-Anzug in Clown-Zahn. Ja, ich musste. Also, ja, gut, das war spät. Das ist nicht schlecht, aber man muss natürlich nur sagen. Das war ein sehr bekanntes Team. Also okay, hör mal auf in der Vergangenheit. Ja, interessanterweise muss man allerdings dazu sagen, das sind beides Teams, die sehr, sehr schöne Trainingsplätze ihr eigen nennen. Nämlich sowohl die Halle in Karst, schöne Halle, habe ich mir angesehen. Wo ist denn Karst? Karst, das ist so Großraum Düsseldorf. Also und Undisputed, die sich hier zwischen Solms und im Winter Nidda bewegen und damit natürlich auch optimale Möglichkeiten haben. Oh, der rennt in die Snake hier, das ist der Obereckler. Ja, Undisputed verliert den ersten Spieler in der Snake. Oh, der bringt auch richtig Kette raus. Ja, Cast Confusion hat hier auf jeden Fall die höheren Kadenzen. Oh, der gibt dem ganz schön Druck. Also das ist ja schon fast ihr zweite Bundesliga-Niveau. Ja, und da wird der Pott oben eingeklemmt. Das sind ja richtige Tricks am Start. Ja, das ist hier Pro-Potten. Ja. Pro-Paintball-Pott. So, aber Cast macht dadurch Druck und schießt den nächsten Spieler. Aber der Snake-Spieler läuft da aufrecht und jetzt wird er gestoppt. Und Cast Confusion macht keinen schönen Punkt. Ja. Also das war ja. Und hier wird sich, die freuen sich, das ist der Wahnsinn. Ja, die haben aber noch nicht gewonnen halt, ne? Ganz nee, haben noch nicht gewonnen. Erster trotzdem, Punkt aber hier in der Begegnung und den ersten auch zweiten auf der Platz. Tribüne. Stimmt. Ja, selbst die Wespen, fiebern den Gegner. Wie viele User sind wir noch um 6 Uhr? Im Ernst, ich habe das liegt nicht nur an deinem Shampoo. Ich habe den ganzen Tag die Viecher um mich. Ja, es ist okay. Aber es ist auch schon, hat auch schon ein bisschen nachgelassen. Seitdem ich neben dir sitze. Bubi, du machst das Spiel, geht weiter. Das Spiel läuft. Undisputed. Oh, wieder die Snake hier besetzt. Snake 1. So. Auf Seiten von Confusion, die halt schon einen souveränen ersten Punkt gemacht haben. Auf jeden Fall im Vorwärtsgang. Oh. Genau, und da verlieren sie aber einen Spieler. Kein One for One. Ich glaube, hier gibt es heute keine One for One. Ich denke, das macht man nicht im Dreimann, auch wenn es das Finale. Oh, da geht der zweite Spieler. War es doch ein One for One? Undisputed kommt jetzt hier zurück und besetzt und kriegt aber auch einen Spieler, verliert den Spieler im Ende. Es ist nur noch die Snake. Oder jetzt ist Snake auch raus. Ja. Snake ist auch raus. Und ja, also, das ist cool. Total spannend bis zum Schluss. Total spannend, der letzte Spielpunkt entscheidet. Das finden wir gut, dass in der Begegnung Undisputed gegen Cast Confusion ist. Ding ist Respekt, Bolzen. Ding ist Respekt. Genau, ich wollte bloß sagen, ich schlafe nicht ein, aber ich will mich nicht an der Diskussion beteiligen, ob der Dingy, was der Dingy jetzt für ein Sexualleben hat. Warum nicht? Warum bist du denn jetzt so? Warum bist du denn jetzt so? Ich möchte da meinen guten Teamkameraden Danny zitieren, der sagte, flash your tits, Wookie-Style, und die Ping im Chat steigt direkt wieder auf 400 Viewer. So, Undisputed von rechts. Spiel läuft, der alles entscheidende Punkt hier. Das heißt, sollten wir ein bisschen safer spielen als zuvor. Sie tun es aber auch. Sie spielen safer, aber dafür hat Undisputed hier den Vordergang drin und die gehen ins T-Pack 1. Und die schießen auch ordentlich. Die bringen Farbe in die Luft, die Jungs. Zumindest der T-Pack-Spieler. Und da ist aber die. Da wird die 3 gecheckt, geht die 3 auf Undisputed. Die 3 bei Undisputed geht. Und hier geht's zum nächsten Call. Die 3 bei Undisputed geht. Und jetzt hier der Tippi-Spieler auf dem Hals. Und auch. Oh, ich glaube, Cast Confusion macht das Spiel. Cast Confusion. Erstmal alleine, wenn er die 3 schlägt, dann Hut ab, Chapeau. Ja. Würde der Dennis sagen. Also wenn Cast Confusion das macht, dann möchte ich ihre Liebreizen... überrennen sind hier die Kommandos. Ah, die sind noch zu dritt. Die sind noch zu dritt und jetzt werden die sich da den Spieler kaufen. Oh, da gibt aber auch hier... Und da wird er ganz kräftig zusammenmassiert. Und er hält raus. Und Cast Confusion gewinnt den DPL-Pokal. Cast Confusion gewinnt verdient den DPL-Pokal. In der M5 in nächstes Jahr mit freiem Hotel, freiem Eintritt, freier Paint, weiß ich gar nicht. Paint ist auch dabei? Ja, Paint. Da ist sogar Paint-Gutschein ist dabei. Wahnsinn. Wir kriegen sogar einen Spritgutschein, Hotel, ID-Karten, Hotel, Paint. Fry Paint. Das ist ja der Wahnsinn. Also mit anderen Worten, das kann ich aus eigener... Herzlichen Glückwunsch. Ja, was sagt die Tribüne dazu?
Ja, die Tribüne könnt ihr mal eine Laola drin starten. Ihr könntet ja mal ein bisschen Stimmung da drüben machen. Ja. Jubelt mal für die Jungs. Oh. Gebt mal Vollgas. Eine Laola-Welle. Oh. Gebt uns die Welle auf der Tribüne. So, dazu kann ich auf jeden Fall hier mal aus quasi fast eigener Erfahrung sagen. Letztes Jahr hat das Ding die PCA Raptors gewonnen, den Preis. Ja, da waren wir auch dabei. Die PCA Raptors, da haben wir dann... Freunde, ich bedanke mich für eine gute Saison am Stream. Ich muss nämlich jetzt die Siegerehrung machen. Ja, wir gehen jetzt alle nach vorne, oder? Ja. Wir sehen uns gleich. Ich muss auch zur Siegerehrung. Achso, ich sollte mir noch aufschreiben. So, wir können lassen uns als alles hier liegen und... Wir gehen einfach nach vorne, Flo. Wir müssen noch gar nicht hierbleiben. Erster ist... So, danke im Stream, Chat und so weiter und so fort für die Aufmerksamkeit. Wir sind raus. Ja. Und sind jetzt vorne bei der Siegerehrung. Bleibt dran. Live. Und zweiter war ja. Die... Dranbleiben. Also Gewinne. Jetzt nochmal hier die nächste Fahrt. Geht rückwärts, der Bügel wird runtergeschnappt. Und dann geht's, Freunde. Freunde. Hat jahrelang Kürbisangriffe gemacht. Wartet auf mich. Und jetzt wenigstens einer nochmal von uns von der Leiter fallen. Du, ich bin letzter. Hey, Maybe hat das eben schon probiert. Stellt sich jetzt die Frage, muss er buzzern? Nein, er muss nicht, er muss buzzern. Und er hat wirklich gebuzzert. Er ist wieder auch noch. Oh, ich hab mal gesagt. Aber einmal da, ich behaupte, da hat man hier noch ein bisschen was gesehen. Ja, Green Monkeys verlieren den ersten Spiel auf der T-Bag-Seite. Der hat nur ein und er hält raus. Und Cast Confusion gewinnt den DPL-Pokal. Cast Confusion gewinnt verdient den DPL-Pokal.